Ja. Genau so wollte ich das haben. Perfekt. Dartpfeile, sehr schön, sehr schön. Direkt mal 5 Stück. Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ja. Wie komme ich aus Fass rauf? Das ist jetzt eine gute Frage. Wie komme ich aus Fass drauf? Wenn ich jetzt hier von dem hier, ich komme ja nicht auf den Ding raus und dann ist das fast wahrscheinlich auch resettet. Ja, ne, kommen wir wieder drauf. Noch ist das fast dann da. Wenn ich das auf den Aufzug schmeiße. Da ist er nicht wirklich drauf gelandet. Also ist es auch im Aufzug. Oh, da komme ich nicht drauf. Was muss ich denn jetzt hier machen? Alter Falter. Mir fehlt einfach eine Erhöhung. Eine Idee habe ich, aber das wäre zu knapp. Oder kann ich auf das Feuer drauf? Dass wir das jetzt hier so zwischenstellen. Dann von der Truhe auf das Feuer. Oder kommt das hier schon hin? Nee, das kommt nämlich nicht hin. Boah, krieg ich halt direkt auf die Nuss. Ich könnte ja dann jetzt hier auf das Fass kommen. Aber den Sprung da, den schaffe ich dann ja nicht. Ich höre auf damit. So. So. Das ist ja jetzt viel zu weit, der Sprung. Ah! Oder? Könnte es tatsächlich klappen? So gerade, perfektes Timing und so? Den Ticken zu früh gedrückt habe? Na komm! Der war da drauf! Ach! Das ist doch jetzt nicht wahr! Wie das Puzzleteil jetzt haben... Erzähl doch keinen Scheiß. So, ich muss irgendwie gucken. Ich wollte jetzt versuchen, über den Rückstoß von der Flamme darauf zu kommen. Wo hänge ich jetzt hier feste? Jetzt habe ich diese dumme Fackel nicht.
Kann doch nicht sein! Bleib daran hängen. Ne, ich bleib an dem Klotz hier hängen. Ich schmeiß mich ja so nach hinten dann. Zack. Ich sehe die Motten, ey. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Aber ich kann ja nicht das Fass zweimal quasi benutzen. Also es muss so klappen. Ah, jetzt hat er den Sprung nicht ausgeführt. Nee, es ist irgendwie einfach zu kurz. Tja, lass es einfach erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Sprung hinkriegen sollen. Mir fehlt einfach irgendwie eine Plattform. Ein Fass. Nee, hier sind wir nicht reingegangen. Joel's Haus. Hakenhand? Nein, eine Hakenhand habe ich nie gesehen. Einmal mit einer Hakenhand. Nö, so einen habe ich nie gesehen. Tja. Wo treibt er sich nur rum? Ja, Moment mal. Wenn wir hier nicht mal ein anderes Element brauchen. Das haben wir aber nicht. Vielleicht bringt uns das ja auch noch irgendwie was für das andere Rätsel, da dran zu kommen. Also an die Truhe. Ach, Entschuldigung. So. Suche sein Haus. Sieht ja auch mal interessant aus hier. Was ist denn hier passiert? Na, gehen wir erstmal hier durch die Tür. Hallo, du hast bestimmt auch den Piraten gesehen, ne? Ein Kerl mit Hakenhand? Was soll das heißen? Wie ein Pirat oder sowas? Puh, Mann, bin ich kaputt. Ihr seid mir hier eine Hilfe. Oder machen die lecker Essen. Einmal mit einer Hakenhand. Wo sie es sagen, fällt mir ein, dass ich so jemanden vorhin beim Einkaufen gesehen habe. Jetzt im Shop würde ich auch gerne mal gucken. Eine Hakenhand? Was ist überhaupt eine Hakenhand? Tja, eine Hand in Form eines Haken. Oder ein Haken, der anstelle einer Hand ist halt. Eine Hakenhand halt. Kennst du keine Piratenmädel? Lass mal wieder um Dach. Kann auch tatsächlich... Oh, da ist ein Puzzleteil. Sein, dass ich, hier gewesen bin. Ich muss die ganze Zeit überlegen, ob das mit dem Vater suchen... Ob ich das hatte. Hui! Es kam mir irgendwie bekannt vor. Aber jetzt nicht unbedingt mit Alundra. Es kann auch sein, dass es ein anderes Spiel war. Ich weiß es nicht. Mir fehlt so ganz dieser... Ah ja, das... Moment. Was kann ich für dich tun? Hä? Ein Mann mit Hakenhand? Ja, der kam hier eben vorbei. Ich wollte aber eigentlich was kaufen. Ein Kerl mit einer Hakenhand als... Ja, wenn, habe ich mit einem Mädchen in einem rosa Kleid und einem großen Typen, dürren Typen gesehen. Das Mädchen haben wir ja gefunden. Ich habe gerade so gestern noch schönes Zeug reingekriegt. Hier, dann gib her. Was kann ich für dich tun?
will nichts verkaufen. Der will mir nichts verkaufen. Kerl mit einer Hakenhand. Ich habe ihn mit einer Vanillewaffe gesehen. Die machen hier tolle Vanillewaffen. Einmal mit einer Hakenhand. Ja, den habe ich gesehen. Wie soll ich ihn beschreiben? Er sieht aus wie ein fetter kleiner Gorilla. Das ist diese Seher dann hier. Omegas Haus der Prophezeiung. Willkommen in Meisterin Omegas Haus der Prophezeiung. Bitte stell dich vor den Tisch. Willkommen, Meisterin Omegas Haus der Prophezeiung. Bitte stell dich vor den Tisch. Okay. Die ist sie ja wieder. Ich sehe die perfekte Piratin für dich. Möchtest du sie kennenlernen? Ja. Nun gut, du musst zuerst meine Fragen beantworten. Worauf würdest du lieber reiten? Boot, Luftschiff, Wagen, Wagen. Ich bin Autofahrer. Du stehst vor dem Tor eines großen Schlosses. Wie viele Wachen schützen es? Besser mehr als drei. Du träumst von einem erstaunlichen Tier. Was ist es? Ein Pferd. Es weht ein starker Wind. Welche Farbe hat der Wind deiner Ansicht nach? Meeresblau. Du kommst zu einem stillen Dorf. Was steht am Eingang? Ein Mensch, eine Statue. Oh, eine Statue. Du bist ein sehr entspannter junger Mann, doch du suchst eine Herausforderung. Hm. Die Tochter des Barons, Natascha, ist wie geschaffen für dich. Viel Glück mit ihr. Hä? Ich suche eine Partnerin für dich. Möchtest du sie kennenlernen? Nein. Leb wohl und kommen wir wieder vorbei. Tochter des Barons? Haben wir noch nicht kennengelernt, oder? Hm. Okay, da kann man nichts sehen. Wahrscheinlich wieder eine Karte. Da waren wir, da waren wir. Hier ist nix. Den hatten wir auch gequatscht. Hier waren wir lang gekommen. Da waren wir drin. Ah, hier kann man bestimmt speichern. Ein Wirtshaus. Willkommen. Nein, brauche ich nicht. Ja. Was ist denn jetzt hier los? Leider habe ich wohl alles vermasselt. Dieses Zimmer ist viel zu winzig. Ich werde woanders ein Zimmer finden müssen. Bist du wirklich blind? Ich habe gehört, Mephisto hätte dich erwischt. Ich war wohl falsch informiert. Verzeihung, ich muss für uns drei ein neues Zimmer finden. Vielleicht frage ich bei einem Privathaus. Tja, wo ist dein Vater? Ich finde das immer so komisch, wie entspannt die letztendlich sind, ne? Dass wir hier mit denen reden. Da ist noch ein Fisch am Zappeln. Seit die Touristen ausbleiben, läuft das Geschäft ganz miserabel. Hör mal, egal ob es Wamperter oder Gugu-Vögel ist, je frischer, desto besser. Ah, hier ist noch ein Sparschwein. Zack. Aber wo ist denn hier mal ein Laden? Wo wir uns wieder equippen können, wo wir unsere Kohle raushauen können.
Dann gehen wir einfach erstmal weiter. Verkundung. Irgendwo muss er ja sein, letztendlich. Und auch vielleicht ein Händler. Das Rathaus von Quaba Etage 2. Eine Hakenhand? Nö, wüsste ich nicht. Dass ich hier jemanden mit einer Hakenhand gesehen hätte. Nö. Hakenhand? Davon habe ich noch nie gehört. Willkommen in unserem Restaurant. Wir haben die beste Wampeter vom ganz Quaba. Achso, nicht Rathaus, sondern Restaurant. Komme ich denn auf Rathaus? Nee, warum hier? Ein Typ mit einer Hake? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich will Wampeter essen. Das sind also diese Fische. Welcher Stock? Genau, aufs Dach. Aufs Dach. Ist aber ein anderer Aufzug jetzt, ne? Nee. Nee, nee, nee. Erster. Muss doch irgendwo einen Laden geben. Kann ja nicht sein. Ja. Ich kann dir sagen, wo dein Vater ist. Nein, nicht dein Vater, dein Bruder. Albert sagt, er wolle ein Wirtshaus finden. Aber jetzt kann ich ihn nirgends finden. Hä? Du hast ihn am Wirtshaus gesehen? Es tut... Was tut der Blödmann eigentlich? Ah, zumindest haben wir jetzt... Ruby... weiter hingelockt. Können wir jetzt auch mit dem, Bürgermeister, das ist wahrscheinlich der andere. Wir brauchen Spenden. So, für die Brücke. Gerade gucken, weil der hat ja eigentlich gesagt, wir sollten mit dem quatschen. Die Schlüsselkirche behauptet, sie würde diese Stadt viel Geld spenden. Okay. Ah, Schlüsselkirche. Ah, jetzt. Raffis Schlüsselkirche hier. Schlüssel mit den. Mit diesen Priestern, die die Menschen in Roboter verwandeln. Da. Das ist die Schlüsselkirche wahrscheinlich. Jetzt habe ich es gerafft. Jetzt habe ich es gerafft. Der Roschen ist gefallen. So, dann gehen wir einfach hier nochmal weiter. Der haben wir noch nicht geredet. Ein Mann mit einer Hakenhand. Haken als Hand. Ja, ich habe ihn, einen großen jungen Mann gesehen. Doch, das. Ach doch, der. So, jetzt können wir eigentlich mal eben kurz hier reingehen. Weil wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn wir jetzt hier mit Ruby und Albert. Interagieren. Ja. Hey, du hast mich angelogen. Albert ist nicht hier. Was hast du eigentlich für ein Problem? Was? Dieses Zimmer war zu klein, also hat er bei einem Privathaus nach einem anderen Zimmer gefragt? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich habe dem Witter hier für 10G gezahlt. Die zahlst du mir gefälligst zurück. Keine dummen Ausreden. Gut, das hilft. Ich verzeihe dir deine Lüge, aber eins noch. Ich will, dass du Albert für mich findest. Du hast gesagt, ihr seid zu einem Privathaus gegangen, um nach einem Zimmer zu fragen, richtig? Also finde ihn, ich warte hier auf dich. Ah, das ist quasi unsere Quest, um uns voranzubringen. Dass wir hier ganze Katz und Maus mit denen spielen. Aber einen Laden haben wir auch noch nicht gefunden.